Ja, moinsen Leute und willkommen zu, genau richtig, FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen die nächsten Teams der Saison. Und zwar nicht als erstes gegen das Team, was jetzt eben gerade oder vor einer Weile veröffentlicht worden ist. Das Team der Spanier. Bin ich auch am Überlegen, ob wir die spanische Challenge machen sollten. Also, wie das aussieht, ob wir da das Turnier machen oder eher nicht. Theoretisch können wir ja überlegen, ob oder ob nicht. Auf jeden Fall, das Team hier relativ heftig aufgestellt, aber dazu kommen wir später. Challenge ändern. Wir haben nämlich noch nicht die anderen Sachen gemacht hier. Die beiden hier. Und die machen wir jetzt an diesem Wochenende. Als erstes das hier, weil das weiter hinten liegt. So, als erstes dann die arabische Liga. Ja, den hier hatten wir ja schon bei den Bronzespielern. Denke ich mal. Ich denke mal schon. Ne? Das war hier der Bronzeakteur. Eigentlich im Endeffekt ziemlich viele Spieler, die man eigentlich nicht kennt. Also zumindest ich nicht. Also wenn ihr sie kennt, dann super. Aber ich nie. Dementsprechend gucken wir. Das wird natürlich interessant. Das hat natürlich dann so ein bisschen Flair und ein bisschen. Ne? Wir spielen mal mit dem gelben Trikot. Sowohl das Spiel als auch das nächste. Mittlerweile hat sich das Wetter hier ziemlich geändert, aber das mache ich auch anpassen hier. Ganz ehrlich, mittlerweile regnet es hier. Nun gut, ne? Nun gut. Mittlerweile regnet es, aber wahrscheinlich soll es eigentlich sollte ja richtig warm werden das Wochenende. Wie sieht's bei euch aus? Wie sind die Temperaturen heute dieses Wochenende bei euch? Also es soll ja relativ hoch sein, nachdem wir ein relativ kleines Tief hatten. Bin ich ein Wettermeteorologe? Ich weiß nicht. Sollen ja eigentlich relativ wieder hoch sein. Also ich bin ja nicht so der Typ dafür für warme Sommer und alles. Ich bin ja eher derjenige, der lieber den kalten Winter mag. Aber nun gut, jeder ist anders. So, also das Team of the Season Saudi-Arabien. Schauen wir mal, wie das denn da aussehen wird. Ja, ich hatte jetzt in letzter Zeit interessanterweise ein bisschen Zeit, mal diese Videos alle zu kommentieren, alle zu beschreiben. Jetzt nicht alle, aber relativ viele. Ich glaube, bis Anfang Mai habe ich das jetzt nachgemacht. Die Teams des Monats habe ich ja, der habe ich noch nicht nachgemacht, mache ich aber im Laufe dieses Wochenendes. Dadurch, dass ich ja momentan nicht Mario Kart fahre, so für mich selber, im Sinne von die Aufnahmen für Sommer. Ja, im Sommer werde ich Mario Kart hier ein bisschen veröffentlichen, das, was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Sagen wir so, also anfangs war das echt hui und danach ist es so geworden. Mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen, also das ist schon Spoiler genug, aber ne, das wird ab ungefähr Ende Europameisterschaft werde ich das veröffentlichen. Wenn die EM hier vorbei ist oder ja, so ungefähr, oder naja, so, ich werde es noch überlegen, wann ich es veröffentliche. Ich werde es aber hier veröffentlichen, wann ich es veröffentliche, so. So, es werden halt dementsprechend relativ viele Teile. Liegt daran, dass ich mit jedem Fahrer zwei Cups, Teile mache. Zusammen 8 Rennen, dann könnt ihr euch hochrechnen, wie viel das ist und so weiter und so weiter. Und als Grande Finale, ich hoffe, der Henrik und der Flui machen dann auch wieder mit. Dem werde ich natürlich selbstverständlich auf meinen Bescheid sagen. Werden wir nochmal gegen die fahren. Ich glaube, das hat sich dann geändert. mit der Stärke, dass ich da jetzt nicht hinter den beiden immer hinterherkomme. So. Ich weiß es aber nicht. Es kann natürlich alles immer ein bisschen anders sein. Ja. Apropos anders. Selbstverständlich werde ich das auch hier veröffentlichen, wann ich denn fahren werde. Und dann könnt ihr auch gegen mich fahren, wenn ihr Lust drauf habt. Was war das denn jetzt? Also eigentlich hätte das lockere 1:0 sein müssen, aber irgendwie ist es das jetzt auch nicht geworden. Gut. Was wollte ich jetzt? Ah ja. Also werde ich dann natürlich wieder veröffentlichen. Ich werde das dann sagen, wie das aussieht, wie der dann gegen mich antreten kann. Wenn überhaupt Interesse besteht. Also die letzten Male war ja
Max kein Interesse so wirklich da. Vielleicht entwickelt sich das Interesse auch erst, wenn, wenn die Teile hochgeladen werden. Das kann sein. Wer weiß das schon so genau. So, aber zum Spiel wieder hin. Ja, Matchday heute und morgen kommen keine Teile vom Matchday. Liegt einfach daran, dass wir heute und morgen Ingolstadt und Jellyfish wiederkommen. Und ich hatte ja schon erwähnt, 3 FIFA-Teile an einem Tag kommen. Das ist ein wenig viel. Und ja, bislang, ihr habt ja die Teile gesehen. Also das erste Spiel haben wir gut gespielt. Das zweite, ja, ne, wie schon gesagt, also es hätte anders laufen können. Aber nicht müssen. Weil mein Abschluss hat einfach, weil, weiß ich nicht, das Glück gefehlt. So, jetzt vielleicht, ja. Und genau, 1:0 für das arabische Team. Und den haben wir noch am Anfang des Teils noch gelobt. Oder besser gesagt, in Szene gesetzt. Der hat sein Tor geschossen. Ja, so schnell kannst du es einfach mal machen, ne? Doof gelaufen, sagt man dazu. Doof gelaufen. 1:0 für das arabische Team, weil wir eben das 1:0 selbst nicht gemacht haben. Falls ihr gesehen habt, am Anfang in der Aufstellung, Kagawa nicht dabei, sondern heute Totti auf der Position. Liegt einfach daran, dass Kagawa relativ angeschlagen ist und ich ihn auch gerne jetzt sozusagen aus der Partie nehmen wollte. Also aus dem Tön, aus dem hier. Nicht, weil er schlecht ist oder so, sondern eher, damit er nicht irgendwie seine Note verschlechtert. Naja. So. Weil mindestens Spiele brauchen wir ja immer 5. Damit man direkt ins Team also kommen könnte. Und das ist ein Freistoß für den Gegner. Selbstverständlich, weil ich check es nicht warum. Darum auch dieses Selbstverständliche. Weil niemand das versteht. Warum? Aber gut. So. Das ist wieder ein Foul. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da sieht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es ist. Ich das nicht so sehe. Das kann sein. So, warum die jetzt so schön hin und her zaubern können, ist auch eine doofe Sache. Normalerweise ist das so, dass die Gegner eigentlich relativ. Ja, genau. Genau das meine ich. Ne? Normalerweise ist das so, dass unsere Mannschaft hier relativ statisch steht. Und das soll sie auch. Das ist zumindest die der Plan. Statisches Stehen. So, weil statisches Stehen nicht klappt, machen wir jetzt auch Taktikänderung auf Konter. Müssen wir also darauf aufpassen, dass die ganzen... ja. Da hat der Schiedsrichter auch wieder eine ganz, ganz komische Sache hier gesehen. Der griechische Schiedsrichter. Den haben wir aber schon öfter gehabt, aber das hat er jetzt eine... Das war jetzt wirklich alles sehr, sehr merkwürdig. Nielsen kriegt den. Im nächsten Spiel gegen die das portugiesische Team haben wir noch dann eine weitere Aufstellung und danach müssen wir komplett rotieren. So, woraufhin dann jetzt schon die Überlegung ist, wann wir unser Pack-Opening machen. Theoretisch können wir das jetzt demnächst anstellen. Für die spanischen Spieler. Ja, Cristiano Ronaldo und Messi und Suarez und was weiß ich. Die werden wir hier wahrscheinlich nicht ziehen, aber das macht doch nichts. Grundsätzlich Informspieler wahrscheinlich eher weniger. Aber hey, wir versuchen es einfach. Wir versuchen es einfach. So wie das. Wir haben es einfach versucht. Wir haben es einfach versucht, ne? Versucht macht klug. Und das war nicht so klug. So, ja, theoretisch hätten wir abspielen müssen in die Mitte. Der stand da sehr, sehr frei. Was soll's? Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Also es ist nicht so, dass wir das Spiel noch schon verloren haben. Das ist absolut nicht der Fall. Wir müssen einfach nur aufpassen. Weil die Teams of the Season haben wir ja schon die letzten Male immer Probleme gekriegt. Weil die halt relativ stark sind. Das wäre ja auch nicht das Team of the Season, ne? So, jetzt vielleicht!
Und Einwurf. Den klärt er ins Nirgendwo, also. Naja, gut. So, jetzt aber. Ah, Nachschusschance, ja, der fällt. Er gibt nichts. Er gibt gar nichts. Na, wenn das auf unserer Seite passiert wäre, sofort Elfmeter. Aber der Gegner, nein. Warum? Warum sollte er? Ja, dafür haben wir auch schon heute einen Foul gekriegt. Also, dieser Schiedsrichter trägt anscheinend heute ein weißes Trikot. Wenn man so sagen darf. Handspiel erkennt er auch nicht an. So spielen wir heute gegen 12 Mann. Natürlich ärgerlich. Wenn du sowas hast, dann an dem Tag, dass der Mann im Blau eigentlich ein weißes Trikot trägt, wir dementsprechend deswegen 0-1 zurückliegen? Nein, absolut nicht. Wir haben einfach nicht aufgepasst. Deswegen haben wir dieses Gegentor gefangen. Nicht, weil der Schiedsrichter irgendwie ständig Fehlentscheidungen hier getroffen hat, sondern eben, weil wir nicht aufgepasst haben. So, hier, das war die größte Chance. Und hier, ganz ehrlich, passiert. So ein Fehler passiert einfach und so ist Fußball. Aber dass der Gegner hier, also ein nach dem anderen Schlenzer da, der Schiedsrichter macht, ist schon für sich sprechend, ne? So. Aha. Weiß nicht, was das sein sollte. Aber ist okay. Ja, der war jetzt nicht so gut. Jetzt ab in die andere Richtung. Ja, Pokalfinale. Borussia Dortmund gegen Bayern München. So, werde ich mir nicht angucken. Liegt einfach daran, dass das wieder so extrem übergehypt wird und dass mich das eigentlich, wie viele mich kennen, mich das tierisch ankotzt. Also überhypen, nö. 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 So. Schade. So, jetzt hat der Schiedsrichter endlich ein Foul erkannt. Wahnsinn. So, Freistoß. Freistoß Gargano. Wir müssen erstmal mal gucken, wie wir den jetzt. Theoretisch können wir ihn eigentlich so rüberzirkeln. Und. So, Ecke. Weil von der Situation kann man das hier viel, viel besser machen als davon da eben. So, und. Fallrückzieher geht nicht. Wann anders und wo anders hätte er jetzt einen Fallrückzieher gemacht? So, Wechsel, der Torschütze verlässt den Platz. Das ist genau das, was ich schon 18.000 Milliarden Mal auf diesem Let's Play gesagt habe. Ich verstehe nicht, warum der Computer immer wieder den Torschützen auswechselt. Wahrscheinlich wegen der Note. So von wegen Unspiel des Tages. Ich habe keine Ahnung. Weil eigentlich ist es doch so, dass der Torschütze genau deswegen doch eigentlich wichtig ist, dass der drinnen bleibt. Oder irre ich da? Ich glaube schon. Der war ein Ticken zu hoch. Ein Ticken zu hoch. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, der war ein Ticken zu hoch. Aber der war relativ gefährlich. Der war relativ gefährlich. Ich wollte einfach mal ein bisschen höher schießen. Weil ja normalerweise meine Schüsse ja relativ niedrig sind. Aber so wirklich. War das nicht so gut. So, jetzt ist es langsam auch eng mit der Zeit. Also, es ist im Endeffekt, wir haben Chancen. Wir haben Chancen. Aber die gehen halt knapp am Kasten vorbei. Also, ich denke mal, höchstens werden wir hier einen Unentschieden heute rausholen. Das Ding gewinnen werden wir nicht mehr. So, Wechsel, nächster Wechsel. Ja, natürlich. Jetzt heißt es Defensive, Defensive und noch mehr Defensive. Aber die merken schon, dass das sich jetzt hier in die falsche Richtung gerade eintrudelt. Ich hätte auch schon überlegt, dass wir nach diesem Spiel hier wieder versuchen, online zu spielen. Aber wenn das jetzt aktuell so läuft, dann ist es, glaube ich, nicht so ratsam, jetzt online gleich zu spielen. Eher im Gegenteil. Ja, sollten wir jetzt ein paar Offline-Begegnungen noch spielen. So. Nächste Chance und ich fasse es nicht. Wieso treffen die heute nicht? Sonst
Genau, sonst passt sowas immer. Sonst passt sowas immer. Da geht er immer gegen den Pfosten und immer geht er dann rein. Aber heute will er nicht. Heute ist einfach kein guter Tag für mich. Also. So. Da gibt er auch kein Foul. Das ist auch interessant. Also, wahrscheinlich hat er Vorteil gezeigt. Also, der Schiedsrichter hat sich anscheinend jetzt mittlerweile anders überlegt. Okay, ich zieh's zurück. Er hat sich anders überlegt. Doch, er hat sich's anders überlegt. Oh Gott, ey. So. Das Klassische. So. Klappt heute auch nicht. So. Weiter nach vorne. Voller Angriff. Weil im Endeffekt, was willst du machen? Du liegst 1-0 hinten. Du musst was tun. Und jetzt heißt es die Devise, ab nach vorne. Aber so sicherlich nicht. So, jetzt komm. Machen wir ganz schnell. Da steht ja noch einer. Rüber. So, klar, da läuft er auf. Was willst du? Ja, okay, nicht aufregen. Nö, ich aufregen. Weil wahrscheinlich werden wir eh heute nicht gewinnen. Nee, nee, heute ist einfach der Wurm drin. Weil der Schiedsrichter hier zwei Elfmeter nicht anerkannt hat. Und wir einfach unsere Chancen heute stümperhaft aus der Hand gegeben haben. Ich eben kein Langstreckenläufer bin hier in diesem Spiel. Und der Schiedsrichter jetzt abseits gibt. Habe ich oben gesehen und es war, weiß ich nicht. Ja. Oh, bom, 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 bom. Also das arabische Team, wie gesagt, normalerweise sage ich halt so von wegen, wie viele Spiele ich geguckt habe, von Arabien 0. Also ich habe kein einziges Spiel der arabischen Liga verfolgt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die in Asien sind und das mich ehrlich gesagt nicht so wirklich interessiert. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, also die europäischen Teams sind schon deutlich interessanter, ja, aber so mit Saudi-Arabien habe ich es nicht so. Da ist es doch, da ist es doch. Anschlusstreffer. Oder besser gesagt Ausgleichstreffer. Da ist er wenigstens. Der Treffer, den wir brauchen. Aber was für ein langer Schuss war das. Und eigentlich im Endeffekt, alle wollten irgendwie nicht mehr an den Ball. Das war super. So. Weil normalerweise steht, der geht dann irgendwer an den Ball und denkt sich, oh, ich kann ja doch noch aufschießen. Aber dieses Mal Gott sei Dank nicht. Und dieses Mal jetzt können wir auch wirklich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Angel trifft. So, und jetzt können wir die Sache auch wieder ruhiger angehen lassen. Wie gesagt, wir müssen die Spiele nicht gewinnen. Wäre halt schick, aber wir müssen sie nicht gewinnen. So, Freistoß für das arabische Team. So, das Ding jetzt noch hier irgendwie aus der Hand geben, das wäre traurig. Aber es ist immer noch möglich. Ja, aus der Drehung klappt das nicht. Es wird dann gleich interessant gegen das portugiesische Team. Für euch morgen, für mich gleich. So. Diese Chance. Dankeschön. Geht voll daneben. Aber dem Regen ist das heute nicht zu verschulden. Das muss man heute mal so sagen. Der Regen hat es heute nicht groß mit unserem Pech zu tun. Er ist einfach vielleicht auch nicht so glücksfördernd. Aber es ist halt einfach so, dass ich halt damit hadere mit diesen Entscheidungen des Schiedsrichters. Na komm jetzt, geh da rüber. Dankeschön. Mit den Entscheidungen des Schiedsrichters hadere. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie hier, weil wir nicht gut gespielt haben, schlättern, vielleicht gerade mal einen Unentschieden holen. Wenn wir noch einen Unentschieden holen. sondern eher, es liegt einfach wirklich daran, an den Schiedsrichterentscheidungen. Die waren heute relativ mies. Oft, sehr oft gegen uns. Und
Deswegen haben wir heute keinen Sieg geholt. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Das war jetzt nicht so gut. Das sollte eigentlich genau ein bisschen anders da laufen. Ja, und das ist das, was ich hier auch schon öfter gemeint habe. Geht's entscheidende Situationen los, dann geht's los mit der Nervosität, geht's los mit, die Spieler stehen alle nicht mehr da, wo sie stehen sollten, und dann ist der Abpfiff und dann sind die alle urplötzlich immer noch vorne. Naja, ist auch egal, wir haben unentschieden gespielt, ist, ja, dank den tollen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters ganz okay. Aber, ja, ganz okay heißt nur ganz okay. Spiel des Tages, ja, nur Head. Ist es, also das ist völlig fraglich, warum. Also für mich persönlich ist Spieler des Tages sicherlich nicht kein Stürmer dieser beiden Stürmer. Die haben ja beide irgendwie gar nichts hingekriegt. Also Hanschel ist für mich Spieler des Tages. Er hat eine 7-4. Ja, geht in Ordnung. Also ist aus meiner Sicht, ne? Also. Aber nun gut. Spiel entscheidet anders, als es eigentlich ist. Weil er hat noch nicht mal ein Tor geschossen. Hat noch nicht mal irgendwas hingereicht. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein zum nächsten Spiel. Ich werde die Aufstellung jetzt komplett ändern. Denn die Verträge sind ausgelaufen. Falls wer mir nicht glaubt. Da. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis nächstes Mal. Tschüss.